Das Kirby-Franchise gibt es bereits seit etlichen Jahren und die Spieler erfreuen sich auch heute noch an großer Beliebtheit. Ich selber bin ein riesiger Kirby-Fan und ich liebe einfach die Spiele und das Franchise im Allgemeinen. Es ist eigentlich egal, welches Kirby-Spiel ich anschmeiße, ich weiß, dass ich immer eine extrem gute Zeit haben werde. Aber für viele ist Kirby lediglich das eine Spiele-Franchise, was sich dann doch eher an Kinder richtet und nicht wirklich viel zu bieten hat. Und wenn ich jemanden so etwas sagen höre, weiß ich, dass sich dieser nicht besonders gut mit der Kirby-Lore auskennt, wenn man bedenkt, wie viele Dämonen oder auch weltenzerstörende Bestien es bereits in den einzelnen Spielen gab. Glaub mir, die Kirby-Lore, die ist deep. Was man allerdings nicht verneinen kann, ist, dass Kirby ein sehr großes Franchise von Nintendo ist. Und wie es bei vielen anderen Spiele-Franchises auch bereits der Fall war, hat auch Kirby eine eigene Serie bekommen. Gerade Nintendo-Franchise sind eigentlich dafür prädestiniert, eigene Serien zu haben. Egal, ob es nun Super Mario oder auch Zelda ist. Das war eine Zeit lang ein richtiger Trend. Oder guckt euch einfach Pokémon an. Bedenkt man einfach, wie groß dieser Anime geworden ist, wenn man bedenkt, dass es vorher eigentlich nur ein Videospiel-Franchise war. Doch wo es bei den meisten Nintendo-Franchises eher bei westlichen Cartoons geblieben ist, hat Kirby einen eigenen japanischen Anime bekommen. Dieser ist unter anderem im Westen auch als Kirby Ride Back Edja bekannt. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe diese Serie als Kind unglaublich gefeiert. Die original japanische Serie wurde das allererste Mal am 6. Oktober 2001. In Japan ausgestrahlt und umfasst ganze 100 Folgen. Das ist wesentlich mehr, als ich eigentlich erwartet hatte, denn im Westen haben wir lediglich 52 Folgen davon bekommen. Was bedeutet, dass knapp die Hälfte bei uns einfach nie ausgestrahlt wurde. 2002 kam die Serie auch das allererste Mal in den Westen. Dort wurde die Serie in den USA auf dem Sender Foxbox ausgestrahlt, welcher auch heutzutage als 4Kids bekannt ist. Und da hat es auch den bekannten Zusatz Ride Back Edja erhalten. Und da 4Kids dafür verantwortlich war, Kirby in den Westen zu holen, könnt ihr euch sicher sein, dass eine Menge Änderungen vorgenommen wurden. Natürlich, wie bereits erwähnt, allen voran die Folgenanzahl, da uns knapp die Hälfte aller Folgen fehlen. Allerdings wurden auch viele Szenen einfach zensiert, weil zu brutal waren oder 4Kids diese als unanständig empfunden hat. Und wir alle wissen, wie gerne 4Kids östliche Serien einfach zensiert hat. For his neutral special, he wields a gun. Eine der auffälligsten Änderungen ist tatsächlich die Musik, die sich sowohl in der westlichen wie auch in der östlichen Version unterscheidet. In der original japanischen Version hat man den Soundtrack nämlich sehr stark an die Tracks in den Spielen angelehnt. So konnte man in der Serie an sehr vielen Stellen Musikstücke hören, welche einen an die Musikstücke in den Spielen erinnert haben. Das Ganze wurde in der westlichen Version allerdings komplett abgeändert und man hat sich dafür entschieden, eigenkomposierte Musikstücke zu nutzen. Das finde ich unglaublich schade, weil ich den Soundtrack in der japanischen Version einfach richtig gut finde. Wie gesagt, bin ich ja ein großer Fan der Kirby-Spiele und die Musikstücke waren einfach für mich immer fantastisch und dass diese nicht mehr in der Serie vorkommen, empfinde ich einfach als absolute Verschwendung. Allerdings hat 4Kids so den Anime das allererste Mal im Westen ausgestrahlt und am 12. November 2003 kam diese auch das allererste Mal zu uns nach Deutschland und wurde auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefreut habe, wenn ich dann mal dazu kam, einen der Kirby-Folgen zu gucken. Denn früher hatten wir tatsächlich nicht den Disney Channel, aber meine Großeltern hatten den. Das heißt, immer wenn wir dort zu Besuch waren, konnten wir gucken, was gerade da lief und hin und wieder kam halt auch Kirby und das hat mich einfach immer extrem gefreut. Und es gibt noch einige Folgen, an die ich mich extrem gut erinnern kann dadurch. Die Serie wurde bis zum 14.06.2004 ausgestrahlt. Allerdings war das nicht die letzte Gelegenheit für westliche Zuschauer, diese Serie zu gucken. Am 23. Juni 2011 wurde nämlich auf der Wii ein Kirby-Channel gestartet. Diesen konnte man sich als Wii-Channel kostenlos runterladen und verschiedene Kirby-Folgen gucken. Dabei war es immer unterschiedlich, welche Folgen gerade zur Verfügung standen, aber es war einem damals für umsonst möglich, die Serie jederzeit zu gucken. Der allererste Durchlauf davon endete im Dezember 2011 und den zweiten Durchlauf konnte man sich am 5. April 2012 bis zum Oktober 2012 ansehen. Also hatte man knapp 1,5 Jahre lang die Möglichkeit, die verschiedenen Kirby-Folgen zu gucken. Und ich finde, das war eine unglaublich gute Idee. Was mich einfach sehr überrascht, ist, dass es diesen Service anscheinend nur in Europa gab. Ich kann nicht ganz verstehen, warum man sowas nicht einfach generell für den westlichen Markt gemacht hat, aber umso überraschender für mich ist es einfach, dass es das nur in Europa gab und nicht in Amerika. Sind wir ehrlich, man hätte doch eher erwartet, dass die Amis das kriegen und nicht wir, oder? Vor allem haben wir das Ganze sogar noch ein zweites Mal bekommen. Am 13. Februar 2015 war es 3DS-Besitzern wieder einmal möglich, die Anime-Folgen von Kirby auf ihrem 3DS zu gucken. Und zwar auf dem 3DS hauseigenem Anime-Kanal. Dort gab es generell super viele Animes wie Inazuma Eleven oder auch Pokémon. Und diesen gesamten Service gab es halt auch nur in Europa. Seit dem 31.10.2018 ist dieser Anime-Kanal zwar nicht mehr verfügbar, aber man konnte trotzdem ganze 3 Jahre lang verschiedene Animes, unter anderem auch Kirby, auf dem 3DS gucken. Das finde ich persönlich ziemlich beeindruckend. Und ich finde es zwar sehr faszinierend, mir die gesamte Geschichte des Animes anzusehen, aber die viel wichtigere Frage ist doch, wie gut ist die Serie eigentlich? Sieht man sich die erste Folge an, merkt man sofort, wie viel Liebe in diesen Anime geflossen ist. Die erste Folge beginnt mit Tierskeletten. Typisch Kirby.
Okay, für etwas Kontext. Ein riesiges Tintenfischmonster beginnt die Bewohner von Seatown anzugreifen und diese versuchen nun herauszufinden, wo das herkommt. Erster Gedanke ist, direkt zu König Dedede zu gehen, weil sie davon ausgehen, dass er irgendetwas damit zu tun hat. Keiner dieser Serien mag überhaupt Dedede, also warum ist er ihr König? Generell, warum hat er überhaupt den Titel König Dedede, wenn es in der Serie auch einen Bürgermeister gibt? Ist hier Dedede eine Art Selfmade-Entrepreneur und er nennt sich einfach selber König, weil er denkt, dass er so unglaublich erfolgreich und männlich ist? Irgendwie könnte ich mir eine Rolle relativ gut vorstellen. Jedenfalls behauptet Dedede, dass er nichts mit der ganzen Sache zu tun hat und sein Untergebener Eskargun verscheucht die Bewohner aus seinem Schloss. Aber wie uns natürlich allen klar war, ist natürlich König Dedede schuld an diesem Monster. Dieses hat er von einer merkwürdigen Firma bekommen namens Nightmare Enterprises, kurz NME oder auch Enemy, also Gegner. Daraufhin gehen die Bewohner zum großen Kabu, um ihn zu fragen, was sie denn als nächstes tun sollen. Denn immerhin bedroht das Monster ihre gesamte Existenz. Ich finde es irgendwie sehr interessant, dass dieser eine Gegner aus den Kirby-Spielen, der halt eigentlich nichts macht, plötzlich so eine große Rolle in der Serie spielt. Ich meine, er kann halt wirklich nichts außer auf einen zufliegen. Kabu erzählt den Bewohnern von Seatown von einem großen Sternkrieger, der bald in ihrer Stadt ankommen wird. Und kurz darauf landet auch schon Kirby in Seatown. Aber Dedede will nichts davon hören und jietet direkt einmal Kirby ins Nirvana. Doch es gibt zwei Kinder im Dorf, die das Ganze nicht einfach so stehen lassen wollen. Diese beiden sind Tiff und Tuff und folgen Kirby, um herauszufinden, ob er ihnen vielleicht helfen kann. Und interessanterweise haben sie auch Lololo und Lalala als Begleiter. Das sind Gegner, die in den verschiedensten Kirby-Spielen vorkommen und ich finde es irgendwie sehr überraschend, dass es die hier gibt. Die Bewohner laden Kirby zu einem Abendessen ein und sie bemerken, dass es nicht so gut für ihre Brieftasche ist, wenn sie für das Essen von Kirby bezahlen. Doch Kirby scheint etwas zu bemerken und rennt aus dem Haus. Tiff und Tuff folgen ihm und als sie ankommen, sehen sie wieder eine Menge Schafenskelette, die von jemandem gefressen wurden. Und naja, da sie vorher miterlebt haben, wie Kirby wahrscheinlich eine ganze Jahresration gegessen hat, gehen sie davon aus, dass vielleicht er an dem Ganzen schuld war. Letztendlich sind sie sich aber trotzdem nicht ganz sicher und verstecken sich, weil sie hören, dass jemand auf dem Weg ist. Und wie es sich herausstellt, war das tatsächlich Meta Knight. Warte, kann ich das kurz nochmal hören? Warum? Wie kam man auf die Idee? Und wieso klingt Meta Knight wie Dracula? Es ist also wahr. Wer bist du? Und wie hast du hierher gefunden? Oh mein Gott, das ist so schlecht. Ich liebe es. Kurz darauf bemerken sie, dass irgendetwas im Schloss von König Dedede passiert. Und als sie dort ankommen, befindet sich dort das riesige Tintenfischmonster. Kirby beginnt gegen dieses zu kämpfen und im Laufe des Kampfes erhält er tatsächlich auch seine Feuertransformation. Und die verschiedensten Transformationen von Kirby zu sehen, ist wirklich eine der absolut coolsten Sachen an dieser Serie. Eine meiner Lieblingsfolgen als Kind war, als Kirby diese Reifenfähigkeit erhalten hat. Ich nutze sie generell ganz gerne in den Spielen, weil du einfach super schnell von links nach rechts kommst. Und da hat es mich immer gefreut, ihn in der Serie zu sehen. Am Ende der Folge möchte Kirby mit seinem Raumschiff Seatown wieder verlassen, doch wird von König Dedede abgeschossen. Und dadurch wird er erst einmal eine Weile in Seatown bleiben. Diese erste Folge etabliert in meinen Augen perfekt die Serie. Hier werden die verschiedenen Charaktere vorgestellt und auch wie die Beziehungen zueinander stehen und man hat direkt am Ende der Folge eine Transformation von Kirby. Und im Laufe der Serie beschwört König Dedede die verschiedensten Monster und Kirby nutzt seine Transformation, um diese zurückzuschlagen. Es gibt nicht in jeder Folge eine Transformation, aber das muss es in meinen Augen auch nicht. Die Folgen, die keine Transformation haben, unterhalten trotzdem mit ihrem Humor. Und wenn es eine Transformation gibt, ist das eigentlich immer ziemlich cool. Was ich besonders gut in dieser Serie finde, ist einfach, dass Kirby ein stummer Protagonist ist. Viele Spiele haben Protagonisten, die einfach kein einziges Wort sagen und nur dafür da sind, damit die Spieler sich in die Welt hineinversetzen können. Und wenn diese Charaktere eine eigene Serie bekommen, ist es sehr schwierig, für diese auch eine passende Stimme zu finden. Man hat sich jedoch bei der Kirby-Serie gezielt dagegen entschieden, Kirby eine eigene Stimme zu geben. Das fand man einfach unpassend, vor allem, weil Kirby eher dazu dienen sollte, einfach auf die Umgebung zu reagieren. Und diese Anordnung kam direkt von ganz oben von dem Erfinder von Kirby, Masahiro Sakurai. Dieser wollte auf gar keinen Fall, dass seinem kleinen Baby eine Stimme gegeben wird, weil das einfach nicht zu Kirby passt. Und generell hatte dieser oft Einfluss auf die Serie, weswegen ich auch glaube, dass sie deswegen so gut geworden ist. Kirby selbst ist kein großaktiver Charakter, der irgendwelche Ambitionen verfolgt. Er läuft fröhlich durch die Welt und wenn es irgendwelche Probleme gibt, versucht er diese einfach zu lösen. Die Konflikte entstehen vielmehr durch die anderen Charaktere und Kirby ist einfach bei der Fahrt mit dabei. Der Producer Soji Yoshikawa hat sich auch in einem Interview dazu geäußert, wie es denn für ihn war, eine Serie mit einem stummen Hauptcharakter zu erstellen. Er hat ausgedrückt, dass er sehr große Sorgen um die Serie hatte,
weil er nicht wusste, ob diese gut ankommen wird. Immerhin haben in der Vergangenheit viele Serienumsetzungen von Spielen gezeigt, dass das nicht so einfach ist. Gerade mit einem Charakter, der kein einziges Wort sagt. Aber im Laufe der Zeit hat er die Stärken eines stummen Charakters gesehen und war davon überzeugt, dass die Serie ein großer Erfolg sein könnte. Allerdings hat Sakurai noch eine weitere Sache für die Serie verlangt, und zwar, dass es in der gesamten Serie keine Menschen geben sollte. Er wollte, dass die gesamte Welt mit Kirby-Charakteren gefüllt wird. Und Yoshikawa beschreibt auch, wie schwierig es für ihn war, sich ein komplett neues Setting auszudenken. Denn immerhin konnte er hier nicht einfach auf das Klischee zugreifen, dass Kirby auf verschiedene Menschen trifft. Serien wie Sonic X haben das zum Beispiel gemacht, wo die Charaktere einfach in die Menschenwelt geschickt werden und dort die ganzen Abenteuer passieren. Den einzig menschlichen Charakter, den wir in der gesamten Serie sehen, ist der Mitarbeiter von Nightmare Enterprises. Aber so fühlt sich die Welt in der Serie wirklich wie die Welt in den Spielen an. Ich kann mir vorstellen, dass die Bewohner von Z-Town wirklich in den Spielen gibt. Ich meine, Lololo und Lalala gibt es ja auch in den Spielen. Aber tatsächlich hat es auch ein weiterer Charakter in der Serie geschafft, später in einem Kirby-Spiel vorzukommen. Das war SK Goon und diesen konnte man tatsächlich in Kirby Mass Attack sehen. Ich meine, das war kein besonders großer Auftritt, aber man erkennt, diese Charaktere passen in die Welt von Kirby. Und dadurch macht es einfach so viel Spaß, diese Serie zu gucken, weil es sich einfach wirklich wie Kirby anfühlt. Was euch allerdings wahrscheinlich schon in der Serie aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie das Ganze animiert wurde. Das Ganze hier ist nämlich ein Mix aus 2D- und 3D-Animation. Das hat man gemacht, weil man dadurch eine wesentlich höhere Framerate erreichen konnte als alle anderen Serien, welche zu dem Zeitpunkt im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Im Durchschnitt waren das knapp 1,5 bis 3 mal so viele Frames pro Folge. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Ganze im Jahre 2001 war. Das Problem ist nur, dass dadurch die Serie auch wirklich wirkt, als käme sie aus dem Jahre 2001. Viele der 3D-Animationen wirken einfach fehl am Platz, wenn direkt daneben 2D-Animationen existieren. Vor allem werden die 3D-Animationen auch an den merkwürdigsten Stellen benutzt. Beim einen Kamerawinkel ist Kirby 2D gezeichnet. Doch wenn die Kamera plötzlich eine andere Perspektive zeigt, ist sie auf einmal 3D. Das Ganze sieht einem ziemlich aus der Erfahrung raus, wenn ihr mich fragt. Hauptsächlich werden diese 3D-Animationen bei König Dedede, SK Goon, Kirby oder auch bei den verschiedenen Gegnern genutzt. Allem voran der Folge, wo Dinoblade vorkam, hat man das sehr stark gemerkt. Und bei den Gegnern kann ich das auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn man die ganzen Action-Szenen in 3D animiert hätte, würde das vermutlich alles nicht so stark auffallen. Dann wäre einfach nur dieser eine Teil der Folge etwas anders als der Rest und das Ganze würde immer noch einigermaßen zusammenpassen. Das Ganze würde so oder so heutzutage veraltet wirken, aber so wäre das Ganze zumindest harmonischer. Aber so hast du aber teilweise Charaktere, die komplett herausstechen, weil der gesamte Hintergrund einfach 2D animiert ist. Traurigerweise konnte sich die Kirby-Serie auch nicht besonders gut im Westen beweisen. Im Vergleich waren die Einschaltquoten viel zu gering, weswegen wir auch nur 52 zu den 100 Folgen in Japan bekommen haben. Allerdings hat sich die Kirby-Serie im Laufe der Jahre schon eine eigene Volksschaft angeeignet, wo ich mich auf jeden Fall dazu zählen würde. Die einzelnen Animationen in den Kirby-Spielen haben sich immer und immer mehr gesteigert. Und diese gehören für mich einfach zu meinen absoluten Lieblingsdingen in allen Kirby-Spielen. Ich liebe es einfach, die verschiedenen Ausdrücke dieser kleinen pinken Kugel zu sehen. Und wisst ihr was? Ich finde, heutzutage könnte man richtig gut nochmal eine neue Kirby-Serie machen. Man hat in der Animation der Spiele gesehen, dass man genau weiß, was man mit diesem Charakter machen sollte. Und ich denke, dass das doch heutzutage relativ gut funktionieren würde, wenn man die auf irgendeiner Streaming-Plattform wie Netflix ausstrahlen würde. Ich zumindest würde mich sehr darüber freuen.